Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Heute an einem Sonntag, Mittag, Aufnahmezeit technisch. Ja, und irgendwie ist heute meine Maus ganz schön langsam. Komisch. Naja. Mi, Räusper, Räusper. So. Hey, Judy, was gibt's? Ach, du weißt schon, immer dasselbe. Bei dir? Ja, geht so. Gute Tage, schlechte Tage. Wie immer eben. Wolltest du nur wissen, wie es mir geht, oder? Nicht ganz. Wollte ich um einen Gefallen bitten. Schieß los. Mit dir wird's niemals langweilig. Interessante Leute langweilen sich eben selten. Kein Wunder bei der Gesellschaft. Aber genug rumgeschmalzt. Was gibt's? Ich verrate nicht zu viel. Für diese Spezialmission brauchst du ausnahmsweise mal keine Waffe. Nur einen Taucheranzug. Klingt wirklich interessant. Aber wozu der Taucheranzug? Jetzt mach keinen Rückzieher mehr. Benutz einfach deine Fantasie. Du weißt wirklich, wie man mich lockt, hm? Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Na gut, ich bin dabei. Aber ich muss dich warnen. Taucherkluft steht mir super. Der Damm hinter Rancho Coronado. Kennst du den? Ja, was ist damit? Da steht ein kleiner, verlassener Bungalow. Triff mich dort. Bei Sonnenuntergang. Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns dort. Bis dann. Bis dann. Alles klar. Ich hatte heute eigentlich was anderes vor für die Aufnahmen, aber okay. Gut. Hier ist gucken, dann gehen. Ups. Ja, sollte ich wahrscheinlich wirklich machen. Ich wundere mich nur, warum die Maus immer so langsam ist. Was ist denn da los? Heute ist die Maus irgendwie... Kann ich hier raus? Ja, kann ich. Moment, ich muss mal ganz kurz hier... Oh, halt, stopp, zurück. Ganz kurz hier mal schauen. Jetzt ist irgendwie besser. Okay. Gut, aber wir machen erstmal Schnellreise. Bevor wir jetzt dazu Judy daggeln, machen wir hier mal ein bisschen da weiter. Wir müssen auch mal ein bisschen hier die Stadt weiter aufräumen. Weißt du, haben wir jetzt in der letzten Zeit echt viel gemacht, aber wir haben jetzt in den letzten paar Folgen haben wir doch viel Missionen technisch gemacht. Hier mit dem Clouds, mit dem Rennen und so weiter. Ich denke, da können wir jetzt auch mal ein bisschen wieder in der Gegend rumstrobern, würde ich sagen. Ich glaube, das ist doch ganz legitim, ne? So. Ach du Scheiße, Brandon ist weg. Nein. Sie haben ihn demontiert. Warte, wo ist Brandon? Gekommen und haben ihn mitgenommen. Meinten, sie müssten seinen Code neu schreiben. Ich wollte das nicht. Ich habe ihnen gesagt, er ist mein bester Freund. Die haben geguckt, als wäre ich verrückt. Wenn sie nur mit ihm geredet hätten, dann hätten sie gemerkt, dass Brandon nicht einfach bloß eine Maschine ist. Ich wusste, ich bin nicht die Einzige. Er ist wie ein echter Mensch. Die Typen haben ihn irgendwo zur Wartung gebracht. Einem habe ich wohl leid getan. Er hat mir seine Karte gegeben. Ich bitte dich, bring ihn zurück. Ich brauche ihn. Okay. Keine Angst, ich schau mal nach dem guten alten Automaten. 45, 46. Scheiße, das reicht nicht. Fuck! Ich könnte wen umbringen für eine Packung Morleys. Dachte, deine Mutter gibt dir Geld für Kippen.
Ja, macht sie, aber du weißt schon, seit sie nicht mehr arbeitet, hat sie diese krassen Müdigkeitsanfälle. Doch. Manchmal schläft sie echt 2 Tage durch. So, wenn meine Mutter das machen würde, würde ich Trauma rufen. Ja, klar, weil du so reich bist, ne? Ein Scheißdreck würdest du tun. Naja, auf jeden Fall vergisst sie ständig alles Mögliche. Dann bitte sie nochmal um ein paar Ads. Vielleicht vergisst sie, dass du die schon hast. Frech. Ich laufe heute mal ein bisschen. Oh, das sind 2 Kilometer! Ich laufe mal ein bisschen dahin. Ja, genau. Ihr habt ja wohl nicht mal, ey. 2 Kilometer. Alter. Ich habe noch nie mal ganz genug. Ich bin noch nicht mehr ganz knusper, Alter. Ich habe ja. Was war das? Die unsichtbare Kante, Teil 2. Corpo Plaza. Ich hab kein Gamepad eingeschlossen. Könnte lustig werden. Oh. Ui. Ah, der Charakter kommt den Laden nicht hinterher. Ey! Ah, doch aus dem Weg, Alter. Ich hasse KI-Verkehr. Haben die denn? Steigt doch nur hier aus. Ich hätte auf dem Parkplatz fahren können. Naja. Ah, Valentinos Gebiet. Cool. Too good to days. Nee, too good to waste. Ja. Heute ist. Ich werde euch heute nicht so arg lange aufnehmen. Ich bin heute irgendwie ein bisschen im Arsch. Nicht mehr. Tag. Kann ich helfen? Was ist das für ein Laden hier? Willkommen bei deinem Software-Service-Punkt. Neues Leben für alte Tech. Ihr repariert Hardware. Im Ernst. Wer will das denn, anstatt was Neues zu kaufen? Ja. So viele Kunden, wie wir täglich bekommen, frage ich mich das auch ständig. Ich will Brandon sehen. Der wurde wohl hierher gebracht. Um welchen Brandon geht's? Im Ernst? Ist die Energie am Boden, trink und du kannst Wälder roden. Oder wie der Spruch geht. Ach, diese SBEM, die sie vorbeigebracht haben. Der hat echt ein paar lustige Werbesprüche, oder? Aber hey, ich kann dich trotzdem nicht nach hinten lassen. Könntest ja was kaputt machen. Ihr habt keine Ahnung, wie besonders Brandon ist. Ein Wunder der Wissenschaft. Ich würde alles darauf setzen, dass ihr noch nie eine Maschine mit so einer kognitiven Matrix gesehen habt. Damit eine KI in so einem kleinen... Ist ja gut, bla bla. Du kennst dich aus und machst nichts kaputt. Geh ruhig zu deinem kleinen Wunder, während es ein Update bekommt. Was denn für ein Update? Brandon? Hey, Kumpel. Ja, was für eine schöne Überraschung. Das freut mich sehr. Sag bloß, du bist gekommen, um dich zu verabschieden. Verabschieden? Was meinst du? Du wirst doch nicht verschrottet, oder? Du hast super viel Geld gemacht. Danke für das Kompliment. Aber genau hier liegt das Problem. Mein Modell wurde als unlauterer Wettbewerb eingestuft.
Mein System wird gerade aktualisiert, damit ich nicht mehr so echt klinge. Meinem Boss gefiel das leider überhaupt nicht. Ich war den Leuten unheimlich. Ach, dummer Brandon. Warum habe ich ihnen Dinge über sie gesagt, die sie nicht hören wollten? Wenn jemand eine Therapie will, geht er zum Psychiater. Nicht zum Getränkeautomaten. Ich hab's mir schon gedacht. Du bist keine KI, habe ich recht? Jedenfalls keine richtige. Die Prozessorleistung für eine echte KI mit freiem Willen ist enorm. Dein Chip ist dafür viel zu klein. Du hast ganz recht. Hey, du bist technisch wirklich versiert. Dein Coder verdient einen Preis. Bester Gesprächsalgorithmus, den ich kenne. Hast mich beinahe reingelegt. Du scheinst mir desillusioniert. Wer kann schon von sich behaupten, mit einer SBEM befreundet zu sein? Klingt verrückt, aber schön. Das Update ist bald abgeschlossen. Sag Theo, ich werde sie vermissen. Du dachtest, ich wäre traurig, oder? Als wäre ich ein fühlendes Wesen. Eine echte Person. Lass mich dir meinen letzten Witz in der Stimme eines sterbenden Helden erzählen. Nur so kann man dem Tod ins Gesicht lachen. Also, wie wär's? Klar. Schieß los. Könnte das Leben ein wenig erträglicher machen. Werd mir jetzt nicht sentimental wie... Du musst... weiterleben. Sag Theo, dass sie stärker ist, als sie glaubt. Keine Sorge, Brandon. Ich sag's ihr. Hey, wie? Wo war Johnny Silverhand, als... die Bombe im Arasaka Tower hochging? Keine Ahnung. Wo? Überall. Buchstäblich. Software-Update erfolgreich abgeschlossen. Leb wohl, Brandon. Ich werde dich vermissen. Ach ja. Mach's gut, Brandon. Haus rein, ne? Tschö, Eingestellter. Sprich mit Theo und wieder 2,1 Kilometer zurückfahren. Toll! Gibt's hier irgendwo eine Schnellreise? Hallo! Ah, warte mal. Ah, scheiße, ich dachte, das wäre so ein Ding. Nein. Mach mir Sorgen um ihn. Kein Schnellreisepunkt. Blöd. Ich könnte jetzt auf die Karte gucken, aber nope. Dann fahren wir halt zurück. So, einsteigen. Vorsicht. Ja, Vorsicht! Sag mal! Ab nach Hause wollte ich gerade sagen, aber ist ja gar nicht zu Hause. Ab zurück in die Stadt. So rum. Ihr. Karte? Danke. Nein! Sag mal. Wie kommt das Laden wieder nicht hinterher? Das sieht man immer, wenn der Charakter so anfängt zu flackern im Auto. Aus dem Weg. Sag mal, muss ich überhaupt lang? Da.
Autobahn. Autobahn, linke Spur und Vollgas. Ups. Manchmal hilft Bremsen einfach, aber da brauche ich ja Stunden, bis ich drauf. Schirmaschgasch. Fahre die Gasch da hoch. Schau. Und parken. Wunderbar. Ich finde die Türen immer noch geil. Und was? Kriege ich hier wieder Nachrichten. Ich muss gleich mal einen Cut machen, sonst. Und? Hast du ihn gefunden? Wo ist er? Kommt er zurück? Ich habe ihn gefunden. Ich soll dir ausrichten, dass du stark bist. Warst du schon immer. Das klingt doch gar nicht mal so übel, oder? Ich mache mir mal wieder unnötig Sorgen. Hä? Typisch. Immer muss ich vom Schlimmsten ausgehen. Ich war zu spät. Sie haben sein System aktualisiert. Ist das etwas Schlechtes? Dein Brandon ist fort. Er wurde durch eine generische KI ersetzt, die in jedem Automaten eingesetzt wird. Ich soll dir ausrichten, er wird dich vermissen. Fuck! Ich meine, danke. Der blöde Roboter war das Beste, das mir seit Monaten passiert ist. Weißt du, Brandon hat mir durch eine finstere Zeit geholfen. Es ist egal, was oder wer er war. Ich werde ihn auch vermissen. Ja, haben wir das auch. Ach ja, der gute Brandon. Aber so ist es halt. Wenn das System dich nicht mag, wirst du entfernt. Tja. So ist das, ne? So. Ich mach mal ganz kurz einen Cut und guck mal, wer da wieder irgendwelche Nachrichten mich nerven will. Moment, ich bin gleich wieder da. Just how I planned it.
就这么就这么